Eieiei. Oh, Mikro ist so weit weg, ich hoffe, ihr hört mich überhaupt. Gewitter sind nämlich sehr laut. Wenn ich etwas zu leise bin, tut's mir leid. So, jetzt haben die auch Kohle. Ja, jetzt haben die Kohle, jetzt haben die alles. Jetzt sind die sehr zufrieden. Also alles okay. Brauchen die noch was anderes? Nö, die brauchen nichts anderes. Die brauchen nur Gesellschaft, Nachbarn. Und dann passt das. Die haben noch keine Kohle, aber die kriegen sie noch. So, wieder eine kleine Kohle hin. Dann passt das schon. Zack. Wie weit nach oben ist natürlich noch eine Frage, ne? Weiß ich noch nicht. Müssen wir gucken. Was wäre als nächstes sinnvoll? Das ist natürlich jetzt die große Preisfrage, ne? Vielleicht doch erstmal wirklich... Ach, guck mal, so einen Marktplatz können wir machen. Hat eine große Reichweite. So hier hin und dann hier vorne noch den Marktplatz hin. Dann können wir hier noch ein Häuser bauen oder sowas. So, ne, dann gibt es noch den Marktplatz. Hier. Okay, der braucht Gold. Aber den dann deins. Ja, jetzt weiß ich, was als nächstes kommt. Eine Taverne. Eine Taverne für die Leute. Jetzt die Frage, wohin? Passt perfekt, der Baum ist umgefallen. Machen wir dort hin. Hat eine schöne Reichweite hier. Wenn ich hier drüben mache, ich eh dann so Essen und Zeugs alles hin. Hier noch ein paar Wohnhäuser maximal. Also passt. Das wäre okay. Da kommen alle hin, das passt für alle. Hier oben könnte ich auch noch ein Wohnhaus hinsetzen. Ja, wassertechnisch sollte ich unten gleich noch irgendwo Wasser hinsetzen. Genau, da wo der Baum jetzt ist. Könnt ihr mal bitte fällen? Kann man hier mal den Baum fällen? Danke. So. Zur Not sollte es brennen. Hier kann ich Feste feiern, ne? Ja, 50 Gold. Ja, das geht heute nicht mehr so einfach. Oh, fettes Lagerhaus. Hier könnte ich natürlich den Weg noch runterziehen, ne? Aber ich müsste ihn hier runterziehen. Wenn ich hier noch zwei Viererhäuser mal hinmache, dann... Essenstechnisch sieht es gut aus. Ich glaube, wir werden mehr. Ich könnte schon noch, aber... Den Baum hier könnte man auch stehen lassen. Kann man den irgendwie safen, dass er nicht weggeht? Seitdem wir wachsen, dann können wir hier eher... ja, einfach weiter das alles rausbauen. Das ist ja jetzt kein Problem. Hier würde ich auch... Hier würde ich auch einen Ausgang mitmachen. Man kann jetzt, glaube ich, sogar... Ich glaube, in dem letzten Update, dem großen jetzt... Holztor. Ich glaube, wenn Gegner kommen, dann fällt das sogar runter. Man kann da irgendwie jetzt... also, man, das macht richtig zu. Es hat ja vorher nicht zugemacht und die konnten einfach durchlatschen. Daran erinnere ich mich nämlich noch. Aber ich glaube, das geht jetzt. Also, das wird jetzt... das ist richtiges Fallgatter jetzt. Wäre natürlich cool, wenn es so ist. Wäre natürlich wirklich sehr cool. Aber das wird die Zeit zeigen, ob es so ist. Befürchte ich. Ah, ich muss dann halt anfangen, Steuern einzutreiben, ne? Bei Zeiten, weil ich brauche für alles dann Geld. Und ab dem Moment, wo ich Steuern eintreibe, ab dem Moment kommen bestimmt Wikinger und sowas, ne? Jetzt weiß ich spontan nicht mehr, ob ich das will. Davon habe ich schon auch ein großes, ne? Hier, da brauche ich auch Gold für das große Lager. Ich kann jetzt eigentlich nichts mehr wirklich effizient machen, ohne das Lager. Wow. Ohne das hier.
bevor ich das baue, würde ich gerne die ansatzweise die Mauer fertig haben. Weil ich ahne schon, ab dann kommen Wikinger und Co. und wollen natürlich plündern. Plündern und brandschatzen und hast du nicht gesehen. Oh, Mist, kein Holz. Oh, wir haben sehr viel Kohle für die Winter. Sehr gut, das ist gut. Nee, das war falsch. Wollte ich nicht. Ich wollte. Ja, kann ich nicht tun. Reicht das, wenn wir eins davon haben? Ich glaube, es reicht, wenn wir ein was für Kohleherstellung haben, oder? Dann haben wir nämlich ein bisschen mehr Holz. Das fände ich echt schön. Okay. Ich sollte vielleicht erstmal ein bisschen Holz holen lassen. Dass sie hier so komisch connecten, das können sie auch mal noch ändern. Irgendwie. Ich habe noch keinerlei Verteidigungszeugs irgendwie. Was ich halt auch erst bekomme, wenn ich das Gold habe. So, jetzt haben wir schon mal einmal ringsum. Die Frage ist halt, von wo würden die kommen, wenn die kommen? Ich würde hier. Minus 10 Holz? Wie hab ich das denn gekriegt? Hey, wie habe ich das gemacht? Minus 10 Holz? Wie kann ich denn Minus Holz haben? Entweder ich habe Holz oder ich habe kein Holz. Wer hat denn jetzt die 10 Holz mir weggenommen? Hä? Verstehe ich nicht ganz. Nicht so richtig. Was sage ich jetzt mit... Ach, guck mal, die hat eine... Ich brauche ein paar neue... Regale. Warte, ich lasse die jetzt offen, bevor, ne, wenn das hier, dann kann ich dir das schicken. 12 Holz, mag euch nicht. Vielleicht hilft die uns ja auch gegen Wikinger und Co. Das wäre super. Also ich würde helfen, wenn, ne, also. Bitteschön, ist sich unschlüssig. Ich denke, unsere Beziehung wird Früchte tragen. Lasst uns darüber in 6 Jahren nochmal reden. Wow, wow. Unsere Beziehung wird Früchte tragen, lasst uns in 6 Jahren nochmal drüber reden. Ich mag euch, aber lasst uns noch mal in 6 Jahren drüber reden. Das ist schon auch bitter. Das ist schon wie böse. So ganz klitzebisschen böse. Schon. Ja, dieses Ausrufezeichen hier. Das sind nur meine Berater, die mir überhaupt nicht helfen. Meiner Meinung nach, also die helfen gar nicht. Ah, hier habe ich noch Seefahrt. Oh, ein Boot. Das ist auch neu, oder? Das Boot ist neu. Hafen ist auch neu, oder? Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Ist das neu oder ist das nicht neu? Guck mal, hier haben wir gleich direkt die Küste. Da können wir dann hier einen Hafen hinsetzen. Eine schöne kleine Kolonie. Schön. Es wird. Ich würde halt gerne irgendwie nochmal einmal ringsrum gehen, ne, mit dem Holz. Okay, das sieht nämlich schon gut aus, ne? Und hier können wir dann den ersten Verteidigungsturm draufsetzen. Ich denke, der hat eine schöne Reichweite hier. So dann, ne, so. Am besten hier irgendwie in der Mitte. Hier wäre geil. Hier so ein Turm wäre super. In der Mitte von der Stadt. Hier, wo das Lager ist, wenn ich das Lager umbastle, hier einen Turm reinsetzen einfach. Das wäre eigentlich optimal, ne? Aber ich muss ja dann den Turm auch unterhalten. Schwierig. Schwierig, schwierig. Ich glaube, ich muss Unterhalt für den Turm dann zahlen, ne? Boah, ich brauche echt mehr Holz, ne? Ich sag's nur ungern, aber ich brauche mehr Holz. Das ist mir entschieden zu wenig, was die Herren hier mir produzieren. Hier, es muss 4 Blöcke entfernt sein, ne?
Mach hier oben noch einen hin, wenigstens. Hier unten geht er jetzt schlecht, da muss das erst weg, die Höhle. Ich hoffe, wenn ich zu nah dran bin, dass da keine Wölfe sich ansiedeln können. Ich meine, wenn ne, die weit weg sind hier in den Wäldern, dann siedeln sich Wölfe an, logisch. Aber nicht, wenn irgendwie die Straße daneben vorbeigeht. Wenn sich dann Wölfe ansiedeln, wäre ein bisschen unlogisch. Die würden nicht so nah an den Menschen erstmal siedeln. So. Dann habe ich 4 Holzfäller. Ich könnte jetzt doch hier auch nochmal einen hinsetzen, ne? Lustigerweise, ja, das gänge wirklich. Okay, jetzt habe ich wieder, jetzt habe ich richtig schön Holz. Jetzt steigt der Holzbedarf, der Holzproduktion enorm an. Was natürlich sehr schön ist. Da wollte ich das nicht bauen. Genau. Okay, da war es wieder zu Ende. Aber das sieht schon gut aus. Guck mal, das geht hier ringsrum schön. Perfekt. Na, das ist ganz gut. Ist aber eine schöne kleine Kolonie. Gibt es denn irgendwie eine Taste, dass man die GUI ausschalten kann? Gibt's nicht. Gibt's nicht. Gut. Es gibt keine Tastatureinstellung. Ja, ist okay. Dann nicht. Dann halt nicht. Dann muss ich immer ein Stück weg, so kann ich mir hier irgendwie ein Screenshot rausschneiden aus den Bildern. Warte mal, so. Ah. So. Ich mache mir jetzt Screenshots. Ich will natürlich versuchen, so ein bisschen mir wieder schöne Thumbnails und so zu basteln, ne? Hallo? Nein, muss da rübergehen. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen versuchen. Jetzt habe ich das hier drüben. Weg damit. Warte, ich hab ein besseres Thumbnail. Die Hexe. So, das Hexenhaus. Das erste ist vielleicht, was kann man noch so als Thumbnails nehmen? Ich meine, die Insel an sich sieht echt schön aus, ne? So unberührtes Land. Das sieht schon, es hat echt was, ne? Das ist wie Stoneheart. Diese Einfachheit des Spiels. Ne, mit den so bisschen eckig, so bisschen wuch. Ist schön. Kann man machen. Ist eine schöne Grafik für so ein Spiel. Ist wirklich echt schön gemacht. Dieses Ausrufezeichen. Ja. So, warte. So. Mal gucken, ob ich da ein bisschen was draus verwenden kann. Habe ich jetzt noch 14 Holz gemacht? Das ist echt ein bisschen dürftig, Leute. Leute, wieso habe ich angehalten? Also, langsamer gemacht. Warum? Voll der Fail. Zack, zack. Sieht auch schon gut aus. So 2 hier hoch ist schon gut, ne? Wenn die fertig ist, dann bauen wir... Dann werden wir anfangen. Steuern, ne? Ich meine, die Leute haben Essen, die Leute haben Schutz. Jetzt müssen sie immer anfangen, ein bisschen was dafür zurückzugeben, ja. Diese Logik. Weiß ich, ich hab nichts gemacht. Ich meine, die Mauer haben die auch gebaut. Das Essen bauen die auch an. Aber ich krieg dann dafür Steuern. Das ist voll gut. So war das halt früher. Na oh, toll, genau vor dem Turm war es zu Ende. Aber fast. Okay, das wird sich jetzt sehr creepy hier verbinden. Weil es genau die Ecke ist. Da kommt Holz. Ja, okay, das geht hier. Ah, das ist okay. Ich habe es schlimmer vorgestellt. Wo bleibt das Holz? So fällt die Bäume und pflanzt sie neu an. Und noch einmal bitte. Danke. So, wenn das fertig ist, passt's erstmal. Muss ich hier irgendwas machen, um die Fallgitter zu aktivieren? Ich habe in den Screenshots gesehen, dass jetzt die Fallgitter da sind. Also,
Ich vermute, wenn irgendwas Böses kommt, dann flüchten alle in die Stadt und das geht zu. Ich vermute es, ich bin mir nicht sicher. Aber ich bin gespannt, was passiert. Was ist denn das? Oh. Oh, was ist das? Eine Art, oh, so eine Art, so eine Art, warte. Lasst euch hier jeden Tag großartige Festmahl schwenken. So eine Art Miethalle wird gebaut. Wird instant gebaut. Da kann ich nicht nein sagen. Wir haben eine Miethalle. Die wird gebaut. So. So. Perfekt. Sachen Essen haben wir da erstmal definitiv genug. Die mittleren würde ich dann noch wegmachen und würde dann zwei Mühlen reinsetzen, die erhöhen die Produktivität von den umliegenden. Das sollte definitiv reichen auch. Hier ein Markt hin, hier zwei große Viererhäuser. Ne, also hier die hier. Was auch nochmal ordentlich Leute dazu bringt. Ja, ich müsste dann hier vielleicht nochmal irgendwie einen Brunnen machen. Mal gucken, was ich hier hinbauen könnte. Bin mir unschlüssig, mal gucken. Was wir da machen könnten. Schauen wir mal, was da schön hinpasst dann. Ach, guck mal, wie viel Essen. Ach, guck mal, die Burg hat sich auch erweitert. Hm. Wir einmal finden, dass wir ein Exzellente. Dankeschön. Dankeschön. Ich gebe mir Mühe. Ja, das ist nicht so, ne? Ich gebe mir Mühe. Ich könnte die Mauer jetzt natürlich auf 3, also auf die dritte Stufe aufwerten, komplett. Aber das sieht nicht, oder? Also ich finde, das sieht nicht. Das ist irgendwie. Nee. 6 Jahre sind schon um, was will ich denn jetzt haben? Es war schwierig, das Feuer in Gang zu halten. Meine magischen Flammen verbrauchen viele Kohle. Ja, kannst du haben. Lass uns in 7 Jahren nochmal drüber reden. Alles klar. Mach's gut, wir sehen uns in 7 Jahren wieder. Die hatten Zeitverständnis. Andere sagen, jo, lass nächste Woche wieder treffen. Die, ja, 7 Jahre, passt schon. Der Besuch reicht mir schon wieder, weißt du? Eieiei, das ist schon ein bisschen übel. Oh, der Wald wird aber schnell gefällt. Ihr müsst auch nachpflanzen, Leute, ne? Nicht nur fällen, auch nachpflanzen. Nachhaltig und so. Okay, hier arbeitet gar keiner. Ich brauche mehr Leute, fällt mir ein. Wir werden wieder mehr Leute brauchen, befürchte ich mal. Ja, ist okay. Ist noch in dem Radius. Was haben wir hier? Gar nichts weiter. 3 Arbeiter können drinnen arbeiten. Okay. Okay. Dann werde ich das in der Haus dann vielleicht hier wegmachen. Und hier dann, ich muss das Haus dann wegmachen, um... Fällt mir gerade ein. Wir haben jetzt dieses Krankenhaus, ne? Ich brauche die kleine Klinik dann. Die werde ich das wegmachen müssen, damit er schön zentral ist. Ich denke schon. Das wird, es wird sein müssen. Erstmal das hier jetzt gleich, damit ich Gold haben, damit ich Steuern haben kann. Und durch die Klinik kann ich dann die Leute healen. Das wird äußerst wichtig werden. So, es können neue Leute einziehen. Auf, dass hier wieder alles besetzt ist. Hier fehlen nämlich auch die Arbeiter. Ah, hier fehlen auch die Arbeiter. Ich brauche mehr Leute. Für die Methalle. Die Methalle ist größer als die Burg. Super. Super Proportion Verhältnis, finde ich gut. Warum nicht? Guck mal, das meiste Essen bleibt sogar liegen. Ja, guck mal, das ist alles voll. Wir könnten draußen ein Lager bauen. So ein ganz einfaches Lager, draußen, außerhalb der Mauer. Wenn Leute kommen, also Wikinger und Co., dass sie sich das Lager erstmal schnappen, weißt du, und uns in Ruhe lassen, so ein bisschen. Könnte man machen, ne? Hm. Ich könnte sie oben hinsetzen. Hier so ran. Wäre eigentlich machbar. Ginge auch. Wir pflanzen alle und fällen im selben Moment wieder. Das ist auch nicht schlecht.
Könnte ich mal Stein bekommen, Leute? Es ist niemand bei Stein da. Da liegt der Haufen Stein. Ach, die müssen den Stein erst holen. Das zählt nicht, wenn er da oben liegt. Oh, toll. Leute, könntet ihr mal bitte den Stein holen? Da oben. Wäre ganz lieb von euch, wenn ihr den Stein holen würdet. Ich stehe hier auf dem Feld rum. Ja, ernst? Ich würde noch ein Lager bauen, aber ich habe keinen Stein.